Hallihallo zu Freileben. Na Quatsch, jetzt geht der. Hey, sag mal, arbeiten für deinen Knochen. Hallihallo zu Freileben mit Pascal und Dean. Tja, heute pflücken wir mal ein bisschen Klee. Ich habe hier eine ganze Kleewiese. Ich zeige euch das ein bisschen. Das ist explodiert ohne Ende. Das ist auf jeden Fall mal drin. Und natürlich, dank euch, kann ich wieder ein Video machen. Da würde ich mich mal bedanken. Da würde ich sagen, viel Spaß, dann bis gleich. So, währenddessen ich für die Hühner ein bisschen Klee rupfe, will ich mich mal bedanken, dass ich überhaupt Videos machen darf. Es kamen viele Zuschriften, die mir Mut gemacht haben und auch Spenden, Wahnsinn, Dankeschön, damit ich mir wieder ein Secondhand-Handy leisten kann. Das war schon heftig, also ohne euch hätte ich das so schnell nicht hingekriegt und ich bin extrem dankbar dafür, dass ihr mich so unterstützt mit dem Projekt Freileben. Und die Videos natürlich unterstützt mit dieser Spende, damit ich wieder Aufnahmen machen kann und wieder Videos machen kann. Da freue ich mich drauf, weil es ist jetzt auch eine richtig spannende Zeit. Ihr seht, ein riesen Kleeteppich, ein riesen Ding, also alles grünt hier. Ihr habt einen Schneeteppich, ich habe einen Kleeteppich und alles grünt. Es blüht, da nehme ich euch heute auch mit. Da werden wir mal ein paar Ecken angucken, die Videos kennen, die wissen, es war alles kahl. Es war natürlich Trockenzeit, alles war kahl, jetzt haben wir wieder grüne Tunnels. Da nehme ich euch mit auf die Wege, gucken wir das Gelände ein bisschen an, wie sich das verändert hat. Und da würde ich sagen, viel Spaß dabei, ich rufe schnell für die Hühner noch ein bisschen Klee, dann schmeißen wir das denen rein, dann freuen die sich. Da würde ich sagen, wie immer, auf geht's. Ihr seht es, die Hühnerchen, die haben das ganz gern. Jetzt sind wir hier hinten in dem Hühnergehege bei mir. Das finde ich schon toll, ne? Tja, wie gesagt, ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Dieses Projekt Freileben, der YouTube-Kanal, also nochmal ein riesen Dank. Ihr seid absolut spitze. Für die anderen, wo mich gerne unterstützen wollen, macht einen Daumen nach oben, macht ein Abo und vielleicht eine Glocke, wäre ja super. Da haben wir nämlich das Mission-Ziel Hühner, ein bisschen Klee zu organisieren, gemacht. Ja, früh am Morgen, da freuen die sich. Zweites Frühstück, erst Hühnerfutter, jetzt der Klee. Ja, da hinten sind sie am Rumdüsen. Dann machen wir das mal zu und machen weiter. Ja, da habt ihr einen kleinen Eindruck, wie grün das ist. Wir gehen jetzt noch ein bisschen die Tünnelchen angucken. Die habe ich schon geschnitten. Da musste dringend was gemacht werden. Man konnte kaum mehr durch. Da habe ich aber auch das Stein Shit Pit, was ich ja mal gebaut habe letztes Jahr.
Das ist komplett. Die Natur hat sich das zurückgeholt. Das werden wir wieder freischneiden, um zu gucken, ob man das reaktivieren kann. Mal schauen, wie der Verrottungsprozess so abgelaufen ist. Gucken wir uns das mal an. Jetzt mit der neuen Kamera kann man wieder so eine Streiche machen. Tja, würde ich sagen. Ab geht's. Habt ihr gesehen? Der ist hier abgebrochen. Da, der ganze Baum, zack, auf dieses Shitbit, Steinshitbit. Und natürlich hier die Pflanzen, die haben sich das zurückgeholt. Da war mal ein Platz, da war ein Eingang. Das werden wir jetzt mal so ein bisschen freischneiden und sehen, ob wir das vielleicht reaktivieren können. Das war natürlich das Luxusding. Ne? Unter den Shitpits war das schon ein Steinshitpit à la Flintstone. War schon krass. Dann lass uns mal zusammen schnell hier durchschnetzeln. Geschafft. Wir haben das Steinklo ja, freigeschnitten. Ihr seht das hier, den Brecherbaum. Ja, einfach umgestürzt vom vielen Regen. Erst die Dürrezeit hatten zu schaffen gemacht und dann der Regen, wo das hier alles zur Explosion gebracht hat. Die grüne Explosion der Natur, das ist Wahnsinn. Es hat sie alles zurückgeholt. Das mit dem Shitbit ist so eine Überraschung. Das kann man tatsächlich reaktivieren. Also das war jetzt ein Jahr in Ruhe und die Natur hat sich das zurückgeholt. Ich habe das freigeschnitten und ja, da ist Kompost. Das kann ich jetzt da in die Grube, wo ich gemacht habe. Da ist eine Verlängerung. Da ist sie. Da kommt das jetzt rein, dieser Kompost. Tja, Experiment bis jetzt. Nicht schlecht gelaufen. Hätte ich nicht so gedacht. Bin ich selber jetzt überrascht nach einem Jahr. Gut, machen wir das. Tun wir erstmal ja, noch ein bisschen mehr hier Platz machen, damit wir arbeiten können. Und dann käme der Kompost da in die Grube. Boah, da hätte man ein bisschen Kompost. Ne? Wahnsinn. Also gar nicht mal schlecht. Das Experiment, das war ein Langzeitexperiment. Hat eigentlich gut funktioniert. Somit kann man die Toiletten für die Gäste, wo hier unten zwei existieren, immer wieder schließen und öffnen, Ruhephasen und wieder reaktivieren. Hat jetzt mit dem Steinklo super gepasst. Da hinten ist das andere Klo, das größere, das ist ein bisschen kleiner. Super. Also bin ich überrascht. Ja. Da bleibt wie immer Zeit für ein Käffchen. Dann würde ich jetzt ein Käffchen trinken. Das machen wir später. Da muss ich noch ein paar Werkzeuge holen. Ich habe jetzt erstmal mich durchschneiden müssen, ja, damit ich überhaupt hier reinkomme und mal angucken kann. Ich möchte mich nochmal bedanken für denjenigen, wo dem Dean, da hinten steht er, der hat auch eine Spende gekriegt für einen Knochen. Das werden wir natürlich zusammen kaufen. Die Spende ist fest da. Das war überraschend. Fand ich auch voll cool. Also fand ich wirklich cool. So ein Ding, zack, eine Message dazu. Verwendungszweck. Brillant. Das machen wir. Ich gehe morgen oder so, muss ich sowieso nach Viergas hoch.
Und dann werden wir Dean seine Spende zusammen einlösen. Weiß aber nicht, ob das Video dann auch morgen kommt. Ne? Einfach nur Tagesablauf für mich morgen. Das Video, das könnte dann vielleicht ein paar Tage später kommen. Aber ganz klar, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, wieso ich keine Videos machen kann. Dank euch. Wahnsinn. Ja, das freut mich jetzt gerade, dass dieses Langzeitexperiment so gut geklappt hat. Also ich dachte ein bisschen länger. Ich war mir halt nicht sicher. In der Praxis sieht das immer oft immer anders aus wie in der Theorie. Ne? Die, ja. Aber das ist super, Mann. Echt super. Kassometer. Da freue ich mich drauf. Das entlastet natürlich ein bisschen und ist voll Luxus. Weil das Steintoilette, das habt ihr in einem Video gesehen, das ist schon Luxus. Also langsam wird das was. Es braucht halt bei diesen 0-Euro-Projekte ein bisschen mehr Zeit, weil hier alles aus Improvisation, Baumaterial, ganz schwierig. Und halt, ist halt wenig Kohle da für das Projekt. Also, weiß nicht, ist das immer ein bisschen spannend, die Sachen, die Projekte zu machen. Ja, super Wetter. Winter ist bei uns der grüne Kleeteppich. Da freue ich mich drauf, weil das ist hier alles sowas von grün, 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 grün. Und die Wege existieren wieder. Die sehen wieder tunnelmäßig aus. Und es ist einfach alles grün. Das ist einfach schon der Hammer. So. Mache ich jetzt eine kleine Kaffeepause. Und dann sehen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen wieder mit ein paar Bilder. Wie grün und schön, das gerade explodiert. Die grüne Explosion ist hier in Gran Canaria angekommen. Das ist natürlich phänomenal. Und das hebt meine Laune. Also, dann bis gleich. Einen kleinen Eindruck gehabt, wie das so auf dem Gelände aussieht. Ja, es ist bewölkt, Sonnenschein ist halt bei uns Winter, schwierige Lichtverhältnisse, super für den Kameratest. Ja, hier sind wir auf dem Gästeplatz, das ist eine ganze Terrasse, voll gemütlich. Hier gerade eine Dusche am Bauen, ja, da oben kommt dann der Duschsack oder eine Flasche. Und dann kann man hier auch duschen. Das ist so der Gästeplatz Deluxe, weil das eigentlich schon mit Zelt ist.
Also da muss man eigentlich nichts mitnehmen. Einfach nur vorher sagen, weil natürlich, wenn es besetzt ist, ist besetzt. Da ja, mit Plane, ein bisschen schattig, das ist halt schon nötig. Man sieht es, es ist halt schon wärmer wie bei euch. Das ist, glaube ich, ein bisschen bitterkalt. Das ist so einer der Luxus-Gästeplätze. Da kann man nicht motzen. Mit cooler Aussicht. Da ist gerade jemand drin. Also nicht im Zelt. Aber da ist gerade jemand da. Aber ich darf den Platz schnell zeigen. Das ist so die Vorbereitung. Ja, das sind so Terrassen. Mit natürlich cooler Aussicht. Und dann kommen die nächsten Plätze ein bisschen weiter. Die muss ich alle freischneiden, weil es einfach hier explodiert, die ganzen Wege. Die, ihr habt es gesehen, mein Shitpit, die wachsen so schnell. Das ist in dieser Regenzeit ist das schon massiv. Also wie die Pflanzen drauf reagieren. Das, vor allem die Schnelligkeit vom Wachstum überrascht mich jedes Mal wieder. Das ist echt Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, jetzt wart ihr ein bisschen dabei. Ein kleiner Rundgang, dies, das. Manchmal muss ich mal auf verschiedenen Posten schauen, was so los ist. Wie eben das Jahresprojekt, das Langzeitprojekt. da werden wir jetzt die nächsten Tage dran arbeiten. Schön Platz machen, damit wir auch Platz zum Arbeiten haben. Erstmal rausschneiden und dann noch ja, paar spezielle Werkzeuge organisieren. So Stocherstöcke oder keine Ahnung. Zum den Humus da, Quatsch, den Kompost so, in die Grube zu kriegen. Da schauen wir noch, welches Werkzeug wir dafür opfern. Ich danke euch für euer Interesse. Und nicht vergessen, bald kommt das Freileben-Lied raus. Der ganze Song mit Video. Da wünsche ich euch viel Spaß. Vielleicht wird das ja echt der Hit, ne? seid überrascht, was im Dezember noch alles rauskommt. Das wird echt lustig. Und ich danke euch, wie immer, für euer Interesse, für eure Zeit. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Freileben mit Pascal und Dean.